Evening, everybody. Einen schönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, Sie am bislang heißesten Tag des Jahres hier begrüßen zu dürfen. Ich muss sagen, dass ich regelrecht gerührt bin, dass so viele trotzdem hierher gekommen sind. Und ich betrachte das als eine große Anerkennung gegenüber unserer heutigen Rednerin und auch als ein Zeichen der Anerkennung für unsere Vortragsreihe Die digitale Gesellschaft. Wir haben diese Vortragsreihe vor ungefähr 18 Monaten begonnen, denn wir dachten, dass wir eine breitere Perspektive auf die strukturellen Veränderungen unserer Gesellschaften brauchen. Und wir sehen die Notwendigkeit für die breiteren Perspektiven, die auf Forschungsergebnissen basieren, aber gleichzeitig kühn genug sind, um unsere neuen umfassenden Narrative entwickeln zu können. Und wir wollen insbesondere eine echte europäische Perspektive reflektieren. Wir haben bereits in der Vergangenheit thematisiert, dass der europäische Winkel für uns sehr wichtig ist. Denn wir sind der Ansicht, dass wenn man aus etwas Sinn macht, dass das eine Form ist, in der wir unsere Welt gestalten können. Und deshalb müssen wir den Sinn erkennen in der Digitalisierung und den Veränderungen, die sie mit sich bringt, und uns dadurch darüber klar werden, welche Möglichkeiten wir haben und wie wir die digitale Gesellschaft gestalten können. Die Stärkung der europäischen Position in der Digitalisierung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas stärker. Das betrifft einerseits die wissenschaftliche Welt, aber auch die wachsende Debatte über Regulierung der digitalen Wirtschaft, Datenschutz und vielleicht auch andere Menschenrechte. Aus diesem Grunde fühlen wir uns geehrt und sind sehr froh, dass Josef van Dijk heute hier ist als unsere Rednerin. Ihre Arbeiten zur Plattformgesellschaft sind ein ganz wichtiger Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung, zur Digitalisierung geworden. Denn sie reflektiert über eine ganz klar europäische Perspektive und bringt diese Überlegungen auch vorwärts. Und hiermit übergebe ich das Wort an Tobi Müller, unserem Moderator des heutigen Abends, der eine Einführung in das Thema vornehmen wird. Thank you, Jeanette. Vielen Dank, Jeanette Hoffmann. Und vielen Dank, dass ich hier sein kann und vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Einige von Ihnen kennen diese Vortragsreihe schon und normalerweise ist die letzte Frage des Abends, bevor wir dann etwas gemeinsam trinken. Diese Frage richtet sich an die europäische Perspektive und ich frage dann unsere Redner, was man machen kann, ob es einen Raum für eine europäische Perspektive gibt, und oft sieht man hier eher ein dunkles Bild, wenn man an Europa denkt, und ich denke aber, dass das sich heute Abend verändern wird mit unserem heutigen Gast. Ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, wie der heutige Abend ablaufen wird. Also ich werde Ihnen zuerst einmal eine kurze Einführung geben, dann haben wir den Vortrag unserer Lehrerin, ungefähr 45 Minuten, dann gibt es ein Gespräch zwischen mir und der Rednerin, ungefähr 25 Minuten lang, und danach werden Sie die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Wir haben ein Mikrofon hier, das können Sie gerne nutzen, Ihre Fragen zu stellen und Kommentare zu machen. Wir haben auch eine Twitter-Wall und wir haben den Hashtag Digital Society. Und die heutige Veranstaltung wird gefilmt und gestreamt auf den Websites des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Unsere heutige Sprecherin stammt aus den südlichen Niederlanden und ist eine Expertin für neue Medien. Seit 2017 ist sie Professor an der Universität in Utrecht. Vorher war sie Professorin an der Abteilung für Medienstudien an der Universität Amsterdam. Und sie ist auch eine frühere Dekanin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Ihre Dozententätigkeit brachte sie an verschiedene Orte, nach Philadelphia, ans MIT, nach Atlanta und an andere Orten. 2010 wurde sie ein Mitglied der Königlichen Niederländischen Akademie der Künste und Wissenschaften und 2015 war sie als erste Frau Präsidentin dieser Einrichtung.
In ihrer Arbeit hat sie sich mit verschiedenen Themen beschäftigt, mit reproduktiven Technologien im Jahr 2005. Und später hat sie sich dann mit der Kultur der Konnektivität, eine kritische Geschichte der sozialen Medien, beschäftigt. Und im letzten Herbst ist ihr neuestes Buch erschienen, das sich der Plattformgesellschaft widmet. Der Titel ist The Platform Society, Public Values in a Connective World. Und sie hat dieses Buch gemeinsam geschrieben mit Thomas Poll und Martin de Waal. Das ist eine sehr informative und inspirierende Lektüre, sehr klar geschrieben, wenn ich das so sagen darf. Und dieses Buch ist so inspirierend, weil es die reflexartigen Reaktionen auf Plattformen in Frage stellt und zeigt, dass es nicht immer klar ist, wer für die Infrastruktur zahlt, wer die Infrastruktur benutzen kann oder was Infrastruktur überhaupt ist, was das Gemeingut ist und wie private Gewinne eigentlich sind. Aber ich komme hiermit zum Ende. Begrüßen Sie mit mir Josef van Dijk. Thank you very much, Toby. That's so- vielen Dank, Toby. Ja, vielen Dank für diese sehr freundliche Einführung und vielen Dank, dass ich heute hier sein kann an diesem bisher heißesten Tag des Jahres. Und ich war schon im Winter hier und jetzt bin ich zur Abwechslung auch mal im Sommer hier an einem sehr heißen Tag. Also wenn ich hier das Bewusstsein verliere, dann brauche ich wahrscheinlich etwas zu trinken. Ich bin hier nicht, um mein Buch zu bewerben, sondern um darüber zu sprechen, was Europa und verantwortungsvolle Plattformgesellschaften sind. Ja, Jeanette, vielen Dank, dass Sie mich hierher eingeladen haben, unter diese sehr bekannten Redner dieser Vortragsreihe. Und wie gesagt, ich möchte hier keine Werbung für mein Buch machen, aber ich möchte es Ihnen trotzdem kurz zeigen. Hier sehen Sie auch meine beiden Mitautoren, auf die ich sehr stolz bin. Und wir haben hier eine Simultanverdolmetschung hier, also Sie können mir natürlich auch auf Deutsch zuhören. Das Buch ist mittlerweile auf Englisch, Italienisch und Chinesisch erschienen. Also wenn Sie eine andere Sprache vorziehen anstatt Englisch, können Sie es auf Italienisch oder Chinesisch lesen. Digitale Gesellschaften, wir alle wissen, dass sie unglaubliche Vorteile und ganz mächtige globale Verbindungen geschaffen haben. Das möchte ich vorwegstellen. Gibt es irgendjemanden hier im Raum, der noch nicht eine der fünf großen Plattformen in der letzten Woche verwendet hat? Ja, Sie waren dann wahrscheinlich im Urlaub an einem ganz abgelegenen Ort, wo Sie keine Internetverbindung hatten. Ja, wir alle wissen, wie weit wir abhängig geworden sind von diesen Plattformen. Und seit 2016 sind die Probleme für die Tech-Unternehmen gewachsen. Sie haben vermutlich auch schon das Wort Techlash gehört, das genau diese wachsenden Probleme bezeichnet. Wir haben viel gehört über Desinformation, über Fake News, über Hate Speech und Trolling. Wir haben auch viel über Einmischung in Wahlen gehört, insbesondere über den Facebook Cambridge Analytica Skandal. Da erinnern Sie sich wahrscheinlich noch sehr gut daran. Und als ob das noch nicht genügen würde, hatten wir auch Datenschutzskandale, es gab Sicherheitslecks und dann gab es ganz andere Probleme wie Steuerhinterziehung und eine Unterminierung der Arbeitsgesetze. Und an dieser Stelle höre ich auf mit dieser Aufzählung, denn sonst sind Sie wahrscheinlich schon völlig deprimiert, bevor ich auch nur richtig mit meinem Vortrag angefangen habe. Man kann die Liste natürlich weiterführen. Die Schlussfolgerung bis hierhin wäre, dass seit langem bestehende Werte, die offene Gesellschaften fördern, also Werte wie Toleranz, Demokratie, Fairness, auf die ich zurückkommen werde, in der Online-Welt gefährdet sind und dass diese Welt von digitalen Plattformen dominiert ist, die in der überwiegenden Zahl aus Amerika stammen. So, meine erste Frage für heute Abend wird sein, wie können wir die öffentlichen Werte in einer offenen digitalen Gesellschaft in Europa verankern? Wie können wir Daten für das Gemeinwohl verwenden, und zwar in einer Online-Welt, die fast vollständig von einem privaten amerikanischen Plattformökosystem abhängig ist? Darauf komme ich gleich noch.
In den nächsten circa 40 Minuten werde ich diese Themen hier ansprechen, die Sie sehen können. Zunächst möchte ich erklären, was ich unter Plattformökosystemen verstehe, was ich unter öffentlichen Werten verstehe. Wir sprechen darüber, aber was verstehen wir genau darunter? Wer sind die verantwortlichen Akteure in dieser digitalen Gesellschaft? Und was sind die Herausforderungen, denen Europa gegenübersteht? Tobi hat das ja schon ganz kurz anklingen lassen. Zunächst möchte ich erklären, was Plattformökosysteme sind. Wie funktionieren die und wie begegnen wir denen? Unsere globale Online-Welt ist eine Welt, die auf Plattformen basiert und diese Plattformen werden durch Datenflüsse gespeist. Plattformen und Datenflüsse können von Unternehmen gelenkt werden oder von Staaten. Und die zwei Plattformökosysteme, die in der Online-Welt beherrschend sind, sind auf der einen Seite das amerikanische Plattformökosystem und auf der anderen Seite das chinesische Plattformökosystem. Ich möchte mit dem chinesischen beginnen. Ja, tut mir leid, dass ich ab und zu etwas trinken muss, aber das ist hier drin so trocken. China hat, wie Sie vermutlich wissen, sein eigenes Ökosystem und das wird hauptsächlich durch den Staat kontrolliert. Aber es wird von den 5 großen chinesischen Unternehmen betrieben, die Sie hier sehen können. Also Baidu, Alibaba, das entspricht dem Amazon, Tencent, das betreibt WeChat, Jingdong Mall, das ist etwas weniger bekannt, aber trotzdem ein sehr großes Unternehmen, und Didi, das ist das chinesische Pendant zu Uber. Alibaba und Tencent sind mittlerweile extrem mächtig in diesem Ökosystem und insgesamt in der Online-Welt. Und das liegt daran, dass sie sich von ihren Kerngeschäften ausgehend immer weiter in andere Sektoren der Gesellschaft ausbreiten. Und als Gatekeeper regeln sie den Zugang zur gesamten Wirtschaft. Sie haben Macht über den stationären Handel durch beispielsweise ihre Zahlungssysteme, die sie in das Ökosystem eingebaut haben, durch Kommunikationskanäle. Sie betreiben auch Lebensmittelhandel, Apotheken, Gesundheitssektor, Unternehmen und so weiter. In China hat der Staat sehr große Macht über diese Unternehmen. Und die Tatsache, dass diese Unternehmen so groß sind und dass es so wenige davon gibt, dass eben nur eine Handvoll Unternehmen, das macht es einfacher für die Behörden, die Datenflüsse zu kontrollieren und für den Staat verfügbar zu machen. Vermutlich haben die meisten von Ihnen schon einige Ideen mitbekommen, wie das Sesam-Kreditsystem in China funktioniert. Gibt es jemanden hier, der noch nichts davon gehört hat, über dieses Sesam-System? Okay, einige von Ihnen haben noch nichts davon gehört. Das ist also nur eine ganz grobe Erklärung. Also wenn man zum Beispiel 3-mal eine rote Ampel missachtet, dann wird das natürlich aufgezeichnet und dokumentiert über Gesichtserkennung und so weiter. Und das hat dann negative Folgen für Sie. Beispielsweise können Sie sich dann nicht mehr Ihre Lieblingsuniversität aussuchen. Soweit eine ganz einfache Erklärung dafür. Und dieses Sesam-Credit-System wird in China immer mächtiger. Kommen wir nun zum amerikanischen Plattformökosystem. Da gibt es die ebenfalls 5 große Unternehmen, die Big 5, wie die oft genannt werden. Und ja, da haben wir Alphabet, Google, Facebook, Amazon, Apple und Microsoft. Die werden auch mit dem Akronym GAFAM bezeichnet. Dieses Ökosystem dominiert den Rest der Welt, Europa, Asien, ausgenommen China, Afrika und Nord- sowie Südamerika. Die amerikanischen Tech-Unternehmen haben versucht, in das chinesische Ökosystem einzusteigen, aber wurden in der Vergangenheit entweder ausgeschlossen oder zensiert oder dazu gezwungen, mit chinesischen Unternehmen zusammenzugehen. Wenn man zum Beispiel an Google-Suche denkt, die dürfen an diesem Markt jetzt nicht mehr aktiv sein. Facebook hat es versucht. Und das wurde ein paar Mal verweigert. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Apple. Und ich denke, ungefähr 40% des Einkommens, das Apple über seinen App Store generiert, wird auf dem chinesischen Markt generiert. Es gibt also mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, auf den chinesischen Markt zu kommen. In den vergangenen Monaten haben wir gesehen, dass die Amerikaner versucht haben, chinesische Unternehmen vom amerikanischen Markt auszuschließen und den Markteintritt für chinesische Unternehmen unmöglich zu machen. Also der aktuelle Handelskrieg, den wir zwischen diesen beiden Supermächten beobachten, zeigt das ganz deutlich.
Aber das wird immer schwieriger werden, denn diese beiden Systeme sind sehr schwierig auseinanderzunehmen. Auf den ersten Blick sehen diese beiden Systeme sehr unterschiedlich aus. Wenn man über GAFAM spricht, dann weiß man, dass die Daten den Konzernen gehören, dass es ein ganz großes Potenzial gibt für die Überwachung der Online-Aktivitäten durch Konzerne und dem System liegt der libertäre Kapitalismus zugrunde. Auf der anderen Seite haben wir geradezu das Gegenteil, also das BAT-System, also das chinesische System, da gehören die Daten dem Staat und die Bürger unterliegen einer staatlichen Überwachung. Die Online-Aktivitäten der Bürger werden staatlich überwacht, aber das wird trotzdem noch von Konzernen durchgeführt. Das ist halt die Form des staatlichen oder Staatskapitalismus. Doch trotz dieser ideologischen Unterschiede sind diese beiden Systeme zunehmend miteinander verflochten. Das gilt für die ökonomische Ebene. Da haben wir Partnerschaften, Anteilseigner, zum Beispiel hält über einen Teil an Didi und umgekehrt. Ich denke, die halten gegenseitig etwa 20% der Aktien. Und man ist auch überrascht, wenn man sich das genauer anschaut. Also ich habe mich damit erst beschäftigt, als ich mein Buch fertiggestellt hatte. Aber für mich war es sehr überraschend zu sehen, wie kapitalistisch das chinesische Ökosystem ist. Denn ja, wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir immer dieses Überwachungssystem. Und ich denke, das chinesische Ökosystem ist eigentlich ein sehr kapitalistisches System geworden oder ist dabei, ein sehr kapitalistisches System zu werden. Und auf technischer Ebene ist es sehr schwierig, das auseinanderzuhalten. Wir haben die materielle Infrastruktur, die beispielsweise sehr stark basiert auf dem von China kontrollierten Metallen. Das ist Software nicht so sehr, aber Hardware, die gebraucht wird für diese Plattformen. Das heißt, dass diese beiden Systeme so eng miteinander verflochten sind, dass es nahezu unmöglich ist, sie voneinander zu trennen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, das man im Hinterkopf behalten muss, wenn man den Handelskrieg weiter beobachtet. Aber wir wollen heute über Europa sprechen und nicht über China. Und Europa befindet sich natürlich zwischen US und China. Und dieser europäische Kontinent hat im Grunde keine großen eigenen Plattformen. Also was Sie hier sehen können, ist die einzige europäische große Plattform, die sich unter den 50 größten weltweit befinden. Weiß jemand, welche das ist? Ja, Spotify. Die belegen unter diesen 50 wichtigsten Plattformen Platz 49. Und außerdem ist Spotify nicht mehr wirklich europäisch. Also Tencent und Spotify halten mittlerweile gegenseitig Minderheitenanteile und Spotify ist an der New Yorker Börse gelistet. Ja, bei den Online-Infrastrukturdiensten ist Europa mittlerweile weitgehend abhängig von dem amerikanischen Plattformökosystem. Und die Zahlen, die Sie hier sehen können, sind aus dem letzten Jahr. Die Konzernzentralen der größten Akteure im Hinblick auf die Marktkapitalisierung sind sehr ungleich verteilt. 47% sind in Asien, 36% in Nordamerika und nur 15% in Europa. Und ganz wichtig ist, dass von diesen 15% Plattformen, die in Europa sitzen, es nur sehr wenige Unicorns, also Einhörner gibt. Estland hat zum Beispiel Skype. Dann Taxify, das ist wirklich ein ganz großes Unternehmen, das heißt jetzt Bolt. Und Adyen, das ist ein niederländisches Unternehmen, ein Bezahldienst, den Sie wahrscheinlich gar nicht kennen, aber trotzdem sind das relativ große Plattformen. Das Problem damit ist, dass keine dieser Plattformen wichtige infrastrukturelle Macht hat. Und darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Wenn wir über die Macht von Plattformen sprechen, dann ist es ganz wichtig, die verschiedenen Ebenen der Macht der Plattformen auseinanderzuhalten. Wir sprechen hier hauptsächlich über drei Ebenen und ich möchte das mit einem Baum vergleichen, um eben bei dieser Metapher des Ökosystems zu bleiben. Wir haben hier bei den Wurzeln die Internetarchitektur, die digitale Infrastruktur, also die Hardware, die Internet Service Provider, Satelliten und so weiter. Das ist also die große Infrastruktur, auf der der ganze Baum basiert.
Und dieser Bereich ist in unserer Forschungsarbeit noch nicht berücksichtigt worden, denn das war einfach zu viel. Wir haben uns bislang auf die Mitte und den oberen Teil, also den Stamm und die Äste, konzentriert. Der Stamm des Baumes ist dann die Infrastruktur, das sind die intermediären Plattformen, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und dann haben wir die Äste, das sind also die Sektorplattformen. Und was das ist, werde ich Ihnen gleich noch erklären. Aber wichtig bei dieser Folie ist, dass man sich vor Augen hält, dass diese großen fünf Unternehmen jetzt in all diesen drei Bereichen vertreten sind, bei den Wurzeln, beim Stamm und bei den Sektorplattformen. Das ist also einfach nur dazu da, Ihnen ja visuell zu verdeutlichen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir über Plattforminfrastruktur sprechen. In dem amerikanischen GAFAM-System werden ja die amerikanischen Plattformunternehmen basieren auf dem Marktwert natürlich. Also zusammengenommen ist der Marktwert dieser fünf Unternehmen ja die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt nach den USA, China, Deutschland und Japan. Aber noch wichtiger ist der zunehmende Einfluss. Diese fünf Unternehmen regeln zunehmend den Zugang zu allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und individuellen Aktivitäten, zu Nachrichten und Informationen und zum öffentlichen Raum. Und ich werde mich also im Weiteren darauf den Stamm und die Äste des Baumes konzentrieren. Fangen wir mit den intermediären Plattformen an. Wir unterhalten diese fünf großen Unternehmen, die infrastrukturellen Plattformen. Und was ist das eigentlich? Wir haben ungefähr 70 identifizieren können, die wir als Infrastrukturplattformen bezeichnen, aber darüber kann man natürlich streiten. Also soziale Netzwerke fallen da zum Beispiel darunter, Webhosting, Bezahlsysteme, Identifizierungsdienste, Cloud-Dienste, Werbeagenturen, Suchmaschinen natürlich, Betriebssysteme, Navigationssysteme und Kartensysteme, Messenger-Dienste, App-Stores, Analyse-Dienste und so weiter. Und es gibt also ungefähr 70 davon. Gesellschaften weltweit und insbesondere auch in Europa sind von dieser Infrastruktur abhängig, und zwar für die Organisierung ihrer gesellschaftlichen Sektoren. Wir haben hier also nicht mehr wirklich eine öffentliche und eine private Infrastruktur, sondern wir sehen, dass die Plattformisierung auch zunehmend eine Privatisierung bedeutet. Es gibt eine Debatte darüber, ob wir das als intermediäre Dienste, Services bezeichnen soll oder ob man das vielleicht dann als öffentliche Dienstleistungen bezeichnen sollte. Das ist eine riesige Debatte, das ist auch in hohem Maße eine rechtliche Debatte, da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es ist sehr schwierig für Gesetzgeber zu definieren, welche Plattformen ja, Anbieter öffentlicher Dienstleister sind und welche nicht. Das ist also, wie gesagt, eine erhebliche rechtliche Debatte. Aber ich möchte jetzt zunächst einmal auf die dritte Ebene eingehen, auf die Äste des Baums. Ja, die großen fünf Unternehmen besitzen und betreiben nicht nur diese intermediäre Ebene, sondern sie verzweigen sich auch immer mehr in die verschiedenen Sektoren hinein. Das betrifft den öffentlichen Sektor, da haben wir uns zwei Bereiche angeschaut, Gesundheits- und Bildungswesen, und den Privatsektor haben wir uns auch zwei Bereiche angeschaut, nämlich Nachrichten und öffentlichen Nahverkehr. Natürlich gibt es auch andere Sektoren, mit denen wir uns jetzt nicht beschäftigt haben, wie zum Beispiel Finanzwesen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Nahrungsmittel und so weiter. Es gibt hier also ganz, ganz viele Äste, in die sich diese großen fünf Unternehmen ausbreiten. Und wir sprechen hier natürlich nicht nur über Übernahmen, Fusionen, Partnerschaften, sondern wir sprechen auch darüber, dass im Backend die Datenflüsse aus den Infrastrukturen und aus den verschiedenen Sektoren zusammengefasst und zusammengeführt werden können. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie das funktioniert, hier ein Beispiel aus dem Bildungswesen. Wir haben in unserem Buch natürlich alle verschiedenen Sektoren angeschaut, aber hier beschränke ich mich jetzt auf dieses Beispiel. Und wahrscheinlich können Sie das Kleingedruckte nicht lesen auf dieser Folie. Nehmen wir das Beispiel Alphabet, Google.
Als Unternehmen kontrolliert dieses Unternehmen die intermediären Plattformen, also für die Suche, Werbung, Karten und so weiter. Ja, ich habe hier ein paar Pfeile eingezeichnet und daran können Sie sehen, wie die Datenflüsse verlaufen zwischen den verschiedenen Sektoren und den Plattformen und auch zwischen den verschiedenen Sektoren. Und da sieht man zum Beispiel, dass Alphabet 20% der Anteile an Uber hält, dass Google Maps integraler Bestandteil von Uber ist und dass auch das Navigationssystem Waze von Google übernommen wird. Das heißt, damit haben die eine ganz große Kontrolle über diesen Verkehrssektor. Im Gesundheitswesen haben wir Google Health und 23andMe, gehört auch zu einem großen Teil Google. Das ist die größte DNA-Plattform in der Welt. Und im Bereich der Nachrichten haben wir den Google News Aggregator. Und im Bildungswesen ist Google ebenfalls unglaublich präsent. Das ist also wirklich unglaublich. Google Apps for Education ist mittlerweile in den Chrome-Laptops vorinstalliert und damit haben Sie nicht nur die üblichen Apps, die man eben von Google kennt, sondern gleichzeitig auch Tracking-Systeme, Verwaltungssysteme für die Schulen und so weiter, ganz viele soziale Netzwerk-Features, die alle in diese Apps mit eingebaut sind. Es geht also hier nicht nur um das Eigentum und über Übernahmen, sondern es geht darum, wie man Datenflüsse kontrollieren kann, und zwar vor- und nachgelagert im Baum, aber eben auch neben den eigentlichen Flüssen verlaufend, also zwischen den verschiedenen Sektoren. Im Bereich Bildung sehen wir zunehmend, dass diese großen 5 Unternehmen in den letzten 2 Jahren sehr präsent geworden sind über Tech-Investments. Amazon zum Beispiel hat 2018 100 Millionen, Entschuldigung, ich fange mit Amazon an. Amazon baut Plattformen, in denen das Kind der Kunde ist. Und das zeigt Ihnen, wie wichtig die kommerziellen Werte in diesen Systemen sind. Facebook hat im letzten Jahr 100 Millionen für bessere Schulen investiert. Die werden als Summit Schools bezeichnet. Das ist also ein Projekt von Facebook. Und ja, sie fangen damit im öffentlichen Sektor an, wo die Schulen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, völlig unterfinanziert sind und wollen das dann auf andere Systeme ausweiten. Und ich Ja, dann gibt es die Geschichte, die kaum besprochen wurde, nämlich die Übernahme des Klassenzimmers durch Google. Das hat sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber dahinter verbirgt sich das, was ich gerade gesagt habe, dass in den Chrome-Laptops eine ganze Reihe an Apps vorinstalliert sind, auch Suchmaschinen, Analysefunktionen, Tracking-Funktionen. Und dadurch wird jede Bewegung der Kinder und jeder Teil der Bildung der Kinder ja überwacht, mitverfolgt. Und das ist natürlich unglaublich bedeutend, wenn man sich anschauen möchte oder vor Augen halten möchte, wie weit verbreitet diese Plattformen geworden sind. Ja, die Marktkräfte sind hier sehr präsent und die Monetarisierung, Effizienz sind sehr wichtig und Beherrschung. Es geht natürlich immer um Marktbeherrschung. Und wie sieht es jetzt aber aus mit den öffentlichen Werten? Und wie sieht es aus mit dem Gemeinwohl? Europa ist anders als die USA und anders als China. Und zwar hat Europa einen wesentlichen öffentlichen Sektor und öffentlichen Raum, der im amerikanischen Ökosystem so nicht zu bestehen scheint. Und wir haben in den letzten paar Jahren gesehen, dass es offenbar ein Spannungsverhältnis gibt zwischen diesen öffentlichen Werten und den kommerziellen Werten, die wesentlich sind für die Architektur von GAFAM, also für den Stamm der Plattformen. Und über was für eine Art von Werten sprechen wir eigentlich überhaupt, wenn wir über öffentliche Werte sprechen? Zuallererst sind das die Werte, also ganz grundlegende Werte, die sich auf unsere Online-Gesellschaft und Online-Interaktion beziehen. Sicherheit, Transparenz, Richtigkeit, Datenschutz, darüber haben wir sehr viel gehört.
Man könnte da noch weitere Werte hinzufügen, wie Selbstbestimmung, also ganz grundlegende Menschenrechte. Diese Werte sind natürlich nicht festgelegt. Man kann nicht einfach irgendwo in den Laden gehen und die von der Stange kaufen. Nein, Werte werden oft ausgehandelt und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn Google beispielsweise versucht, seine Bildungsplattformen umzusetzen, dann sehen wir, dass in Schulen der Wert des Datenschutzes der Schüler in Konflikt gerät mit der Transparenz. Transparenz ist vielleicht ebenfalls ein ganz wichtiger öffentlicher Wert. Daten über die Fortschritte der Kinder können ganz wichtig sein für die Forschung und für die Öffentlichkeit, aber diese beiden Werte stehen trotzdem in Konflikt miteinander und müssen also folglich ausgehandelt werden. Ja, über diese Werte hinaus gibt es andere gesellschaftliche Werte, die der Gesellschaft als Ganze gehören. Und zu diesen Werten gehören Werte wie Fairness, Nichtausgrenzung, Verantwortung, Verantwortlichkeit und demokratische Kontrolle. Und diese Werte werden auf jeder einzelnen Ebene ausgehandelt. Wir haben die transnationale Ebene, also Europa, die nationale Ebene, die kommunale Ebene und die institutionale Ebene. Und das reicht bis in die Berufsordnungen von Journalisten oder Lehrern, in denen festgelegt ist, wie sie ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nachkommen. Interessant, vielleicht auch traurigerweise, umgehen konnektive Plattformen diese Sektoren und diese Orte, an denen die Werte ausgehandelt werden, oft oder ignorieren sie schlicht und ergreifend. Sie richten sich direkt an die individuellen Verbraucher. Ich habe den Bildungsbereich erwähnt und was wir hier sehen, ist, dass Google Apps for Education einzelnen Schulen angeboten werden, dass Chrome Laptops für sehr niedrige Preise den Schulen direkt angeboten werden. Und ja, für Google lohnt sich das, die Laptops sehr billig abzugeben, weil sie dadurch in anderen Bereichen profitieren können. Facebook umgeht die Regeln für Nachrichtenorganisationen, da ist die Bezeichnung Medienunternehmen verweigert. Und das heißt, dass die gesellschaftlichen Werte immer wichtiger geworden sind, nicht nur für das Plattformökosystem in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und das bringt dann uns zur weiteren großen Frage, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Plattformgesellschaft? Diese öffentlichen Werte existieren nicht einfach so, sondern sie müssen ausgehandelt werden, wie ich gesagt habe. Und die ganz einfache Antwort auf die Frage, wer verantwortlich ist, ist wir alle. Wenn man das analysiert, und sieht man hier drei Typen von Akteuren. Wir sehen den Markt, den Staat und die Zivilgesellschaft. In China, wie ich schon gesagt habe, ist der Staat dominierend. In den USA sind es die Marktakteure, die eine beherrschende Rolle spielen. Und in Europa gibt es im Idealfall eine Betonung der Zivilgesellschaft und der staatlichen Akteure, die die Interessen ausgleichen. Ja, die Daten gehören in Europa vorzugsweise den Bürgern, deswegen wird hier so viel Wert auf Datenschutz gelegt. Und die europäischen Staaten arbeiten gern in Organisationen zusammen mit verschiedenen Stakeholdern, sodass die Interessen gegeneinander aufgewogen und in ein Gleichgewicht gebracht werden können. Aber es gibt auch drei Probleme, die daraus hervorgehen. Erstens, die zivilgesellschaftlichen Akteure sind im Ökosystem und insbesondere in der Infrastruktur systematisch unterrepräsentiert. Zweites Problem, es gibt so gut wie keinen öffentlichen Raum im amerikanischen Plattformökosystem. Und das dritte Problem besteht darin, dass die Daten, die meist von den Nutzern, den Bürgern oder den Käufern generiert werden, dass diese Daten überwiegend proprietär werden, sodass sie nicht zum Wohl der Allgemeinheit verwendet werden können. Das sind also die drei großen Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und dieser Herausforderung steht Europa derzeit gegenüber. Die öffentlichen Werte müssen auf jeder Ebene ausgehandelt werden, auf institutionaler, kommunaler, nationaler und supranationaler Ebene, aber uns gehören die Plattformen nicht.
Und ja, das ist ja der Kampf, in dem wir uns als Kontinent in den letzten paar Jahren schon befinden. Und wenn ich mich jetzt auf den europäischen transnationale Ebene konzentriere, man könnte natürlich auch ganz viel zu den anderen Ebenen sagen, aber ich möchte mich jetzt auf die europäische Ebene konzentrieren und darauf eingehen, was die Herausforderungen für Europa sind. Europa besitzt kaum Unternehmen mit wirklicher infrastruktureller Macht, möchte aber trotzdem die eigenen Werte einbringen, also öffentlicher Raum, öffentlicher Sektor, Datenschutz, Sicherheit und so weiter. Wir können nicht alle Probleme in Europa lösen, aber wir können trotzdem etwas tun, um die europäische Position zu verbessern. Und ich möchte jetzt ein paar dieser Herausforderungen einzeln erwähnen, über die wir vielleicht später noch diskutieren können. Zunächst brauchen wir einen umfassenden Ansatz an Datenplattformen. Ich habe vor kurzem einen Bericht über künstliche Intelligenz gelesen. Das ist hier dieser europäische Bericht mit dem Titel AI, a European Perspective, also künstliche Intelligenz, eine europäische Perspektive. Das wurde vor kurzem, ich glaube im letzten Jahr, veröffentlicht. Und da wird auf vielen Seiten über Europa als Markt gesprochen. Und auf der allerletzten Seite geht man dann auch noch auf die ethische Seite ein. Das kommt hier also wie so ein nachträglicher Gedanke. Und ich habe jetzt gehört, dass man eine hochrangige Gruppe für Ethik einsetzen möchte, aber das sollte nicht auf der letzten Seite so als eine Art Fußnote erscheinen, sondern eigentlich müsste man auf dieses Thema schon ganz am Anfang des Berichts eingehen. Denn wir haben nicht mehr nur mit digitalen Märkten zu tun, dazu gibt es schon ganz viele Berichte der EU, sondern wir müssen über Plattformgesellschaften sprechen. Und deswegen haben wir auch diesen Titel Plattformgesellschaften für unser Buch gewählt. Wir müssen uns anschauen, wie die Märkte, die Regierungen und die zivilgesellschaftlichen Akteure die eine Balance finden können in dieser Plattformgesellschaft. Ein gutes Beispiel dafür ist ein britischer Bericht, das IPPR, mit dem Titel The Digital Commonwealth from Private Enclosure to Public Benefit, also von der privaten Abgegrenztheit zum öffentlichen Wohl. Und da wird gezeigt, dass man diese Werte eigentlich im Voraus schon aushandeln muss, bevor man anfängt, über die Technologie selber zu sprechen. Und ich denke, es ist es wert, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt nicht viel Zeit darauf, weiter einzugehen, aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man auch an das Thema herangehen kann. Insbesondere in einer Zeit, in der die Bürger die Gesichtserkennung aus ihren Städten ausschließen. Das ist eigentlich ein ganz großes Thema und zeigt, wie wichtig es ist, die öffentlichen Werte von vornherein zu bedenken. Zweitens denke ich, dass wir die wertzentrierten Prinzipien auf europäischer Ebene formulieren müssen. Und da sind ganz unterschiedliche Prinzipien denkbar. Man muss das natürlich nicht unbedingt auf der europäischen Ebene machen, aber ganz einfache Prinzipien sind hier beinhaltet, wo die anderen Ebenen, also die nationale und die kommunale Ebene, dann sich das anschauen kann, sagen kann, okay, so möchten wir das auch machen und das dann eben selber auch regeln können. Was für eine Art von Prinzipien könnten das sein? Da könnte es zum Beispiel um das Eigentum an den Daten gehen. Ein ganz einfacher Satz, die Daten gehören den Bürgern. Das hat mit Datenschutz zu tun. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass offene Daten der Öffentlichkeit gehören und unter offenen Daten verstehe ich eine gewisse Gegenseitigkeit zwischen denjenigen, die die Daten offen zugänglich machen. Und oft wird es dann ja anschließend privatisiert durch die Unternehmen, wie ich das am Beispiel des Bildungswesens gezeigt habe. Und gegenseitig bedeutet, dass die Flüsse hier in beide Richtungen gehen. Dann Datenübertragbarkeit bedeutet, dass man seine Daten mit sich nehmen kann, wenn man auf eine andere Plattform geht. Das können wir auf europäischer Ebene anstoßen und können das dann auf die anderen Ebenen übertragen. Datentransparenz. Datenflüsse könnten reguliert werden wie Finanzflüsse. Wir haben gar kein Problem damit, dass Banken kontrolliert werden und dass die Staaten
die Banken überwachen, dass sie sich das anschauen, wie die Finanzflüsse verlaufen. Und etwas Ähnliches könnte man auch für Datenflüsse einrichten. Warum nicht? Man muss da nur genug Fantasie haben. Und dann das Eigentum an der Software. Open Source, wann immer das möglich ist. Also man sollte nicht einfach standardmäßig alles privatisieren, sondern Open Source als eine funktionierende Alternative anbieten. Und ich denke, das würde dann die Dinge erheblich verändern. In den letzten Jahren gab es mehrere Versuche, diese Werte für Europa vorzuschlagen. Tim Berners-Lee hat eine Reihe an Prinzipien vorgeschlagen. Er hat das die Magna Carta für das Internet genannt. Und Sie können das vielleicht lesen von Ihrem Platz, ich weiß es nicht, aber wir können ja, Sie können auf jeden Fall sehen, dass er hier eine Unterscheidung trifft zwischen den Regierungen, den Unternehmen und den Bürgern, also diesen drei verschiedenen Akteuren. Facebook und Google haben diesen Vertrag unterzeichnet. Und auch einige Staaten, insbesondere in Europa, aber das ist nicht verbindlich. Also die Unternehmen und Staaten haben sich nicht dazu verpflichtet, diese Prinzipien und Werte umzusetzen. Es gibt keine Verpflichtung dazu und es gibt auch keine Sanktionen. Drittens, wir müssen die bestehenden Gesetze aktualisieren, modernisieren. Und ich denke, das kann auch einen wirklichen Unterschied bedeuten. Die EU hat schon einen ganz großen Schritt nach vorne unternommen mit der DSGVO, in dem Standards für Datenschutz festgelegt wurden. Und dann haben wir Margareta Vestager, ein großes Vorbild für mich, die Kartellstrafen von EU-Comp durchgesetzt hat und damit ein ganz starkes Signal an die Plattformunternehmen gesendet hat, dass sie gesagt hat, das ist unsere Grenze bis hierhin und nicht weiter. Das sind ganz wunderbare Anfänge, aber das genügt natürlich nicht. Die derzeitige Kartellwettbewerbs- und Datenschutzgesetze sind vielleicht sehr schön so für sich betrachtet und sie sind auch sicherlich hilfreich und sind vielleicht auch ausreichend, wenn man sie auf einen bestimmten Bereich des Rahmens nur anwendet. Aber sie sind jedes für sich isoliert und sie sind auch ein bisschen veraltet. Man muss die also aktualisieren und harmonisieren. Diese verschiedenen Bereiche müssen zusammenarbeiten. Und man muss sich das anschauen als einen umfassenden Ansatz. Und schließlich, das ist mein vierter Punkt und ich glaube auch der letzte, gibt es zu wenige starke, lebensfähige öffentliche oder zivilgesellschaftliche Plattformen in der Online-Welt. Es gibt welche, aber die sind nicht stark genug, die haben nicht genug Macht. Wir müssen also gemeinnützige öffentliche Plattformen fördern, zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Medien, zum Beispiel in den Krankenhaussystemen, wo sie wirklich gebraucht werden, im Bildungswesen oder in Büchereien, Bibliotheken. Ja, ein Problem, was hier oft als Einwand vorgebracht wird, ist, ja, die funktionieren auf lokaler Ebene, im besten Falle auf nationaler Ebene, aber darüber hinaus funktionieren sie nicht. Und das macht sie vielleicht ganz sinnvoll für kleine Gruppen, aber für eine größere globale Gesellschaft funktioniert das dann nicht. Aber ich denke, man sollte darüber natürlich nachdenken, aber das auch mal von der anderen Seite betrachten und sich sagen, dass diese dezentralisierte Form sie vielleicht auch zu etwas Brauchbarem macht, weil man sie dann leichter verwalten kann. Und das könnte eigentlich ein ganz gut funktionierendes Prinzip für die EU sein. Man kann die dann zwar nicht unbegrenzt vergrößern, aber diese Vergrößerbarkeit, Skalierbarkeit ist ja kein Wert an sich. Und insofern denke ich, man sollte versuche mit diesem dezentralisierten Design fördern. Ja, bevor ich zum Ende komme, noch mal einen Schluck Wasser. Ich denke, die Leute in Europa haben sich in den letzten Jahren ganz oft über die amerikanischen Plattformen beschwert, ich auch. Und wenn wir aber das Gefühl haben, dass wir zwischen diesen großen Unternehmen irgendwie eingequetscht sind, dann ist das der Zeitpunkt, in dem wir über unsere eigenen Plattformen nachdenken müssen.
denn wir alle sind dafür verantwortlich, eine faire, offene, digitale Gesellschaft hervorzubringen. Und wenn ich sage alle, dann meine ich Ingenieure, Politiker, Regulierungsleute, aber auch zivilgesellschaftliche Bürger, denen es wichtig ist, in welcher Gesellschaft sie leben. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten. Und der aktuelle Techlash, den ich eingangs schon einmal erwähnt hatte, muss nicht unbedingt zu einer dystopischen Zukunft führen. Also ich glaube nicht, dass wir hier in eine dunkle Zukunft gehen. Ich sehe vielmehr ermutigende Zeichen aus der Öffentlichkeit in der Online-Welt. Wir sehen hier großartige Initiativen auf Stadtebene. In Amsterdam sehe ich das zum Beispiel und auch in anderen Städten, wo es ganz viele öffentliche Institutionen gibt, die da zusammenarbeiten, Alternativen vorstellen wollen. Und wir müssen diese Bemühungen der Zivilgesellschaft fördern. Wir müssen auch das Bewusstsein auf nationaler und supranationaler Ebene erhöhen. Und ich denke, dass im letzten Jahr, also seit wir das Buch fertiggestellt haben, ich konnte das also alles da nicht mehr berücksichtigen, aber ich denke, dass wir im Verlauf des letzten Jahres hier einen Anstieg des Bewusstseins für diese Themen gesehen haben, dafür, was zivilgesellschaftliche Akteure in der Online-Welt machen können. Und mit dieser hoffnungsvollen Note möchte ich dann zum Ende kommen. Ich denke, es gibt hier ganz viel Hoffnung und das wird das Thema für mein nächstes Buch sein. Und damit komme ich zum Ende. Dankeschön. Thank you very much, Jose, for the Danke für diesen sehr inspirierenden Beitrag. Ich habe jetzt einige Fragen vorbereitet und nicht alles, was ich fragen will, passt vielleicht so richtig zu deinem Vortrag, aber ich werde auch versuchen, auf den Vortrag einzugehen. Also, du hast über europäische Werte gesprochen und darüber, dass sie fehlen in der Architektur der US-amerikanischen Plattformen. Und du sagtest, dass in dem europäischen Wertesystem viel mehr verschiedene Gruppen berücksichtigt werden. Was sind denn eigentlich europäische Werte und wie könnten wir sie denn nun in diese GAFAM-Plattform integrieren? Ist das denn etwas, was wir überhaupt wollen? Nun, ich habe gar nicht gesagt, dass es um europäische Werte geht. Ich habe öffentliche Werte benannt, aber im europäischen System, in den europäischen Demokratien, da gibt es die Tendenz, dass wir sehr starke Kooperationen haben zwischen der Zivilgesellschaft, dem Staat und dem Markt. Das ist ein sehr europäisches System. Das ist also auch ein europäischer Wert, wenn man so will. Vielleicht aber auch einfach eine Präferenz, die wir haben für die Art, wie wir unsere Gesellschaften organisieren. Das sieht man auf verschiedenen Ebenen. Ein Beispiel, das ich gerne nennen möchte, ist, sind die Identifikationssysteme oder Identifizierungssysteme. Das Facebook-Login wird ja jetzt universell angewendet, um sich zum Beispiel bei Spotify einzuloggen und auch bei anderen Anbietern. Alle Firmen versuchen jetzt, uns eine einheitliche, einzigartige Identität zuzuschreiben, sodass sie uns über den ganzen Globus mit ihrer Technologie verfolgen können. Ich würde es sehr nützlich finden, wenn wir tatsächlich eine solche Identität hätten, die zum Beispiel nicht unbedingt ein Pass sein muss und nicht unbedingt etwas Staatliches sein muss, aber auch nicht vom Markt kommt. Denn beides ist problematisch, wie ich finde. Es könnte ja eine solche Identität sein, die uns zum Beispiel die Zivilgesellschaft verleiht. In den Niederlanden gibt es eine Identifizierungs-App, die gerade programmiert wird von Universitäten. Und in Zusammenarbeit mit einer zivilgesellschaftlichen Organisation, mit einer Stiftung. Und dieses
Identifizierungsprogramm arbeitet weder nach Marktprinzipien noch gehört es dem Staat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn solche zivilgesellschaftlichen Initiativen, Non-Profit, NGO, nicht marktbasierte Initiativen, wenn die Alternativen bieten könnten für solche Probleme, die eben vom Staat oder vom Markt aufgeworfen werden. Und du sagtest auch, dass die Daten den Bürgern gehören. Das ist eine europäische Perspektive, sagtest du. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das, wenn man eine Identität hat und zu der Identität gehört es, dass man findet, dass meine Daten mir gehören? Das ist ja ganz anders als das Geschäftsmodell von Amazon, Google und Facebook ist zum Beispiel sehen. Denn ihr Geschäftsmodell, das beruht darauf, dass die Daten sozusagen abernten. Ja, diese Einstellung spielt eine große Rolle, denn wenn man davon überzeugt ist, dass die persönlichen Daten einem selbst gehören, dann untergräbt es diese Geschäftsmodelle total. Die Unternehmen wollen natürlich die Geschäftsmodelle schützen, aber in den letzten Jahren sind sie da auf immer mehr Probleme gestoßen. Sie hatten immer mehr Konflikte und sie haben verstanden, dass wenn sie das Vertrauen in die digitale Gesellschaft aufrechterhalten wollen, dass sie sich dann diesen Bedenken aus der Gesellschaft auch öffnen müssen. Denn sonst würden ihre Systeme einfach kein Vertrauen mehr genießen. Die Firmen verstehen jetzt langsam, dass wenn sie langfristig das Vertrauen der Konsumenten und der Bürger haben wollen und weiter Daten generieren wollen, dass sie dann Lösungen anbieten müssen für dieses Problem. Wem gehören eigentlich die Daten? Und jetzt gibt es auch Bewegungen und man sieht, dass es sehr, sehr teuer ist und sehr aufwendig, solche vertrauensbildenden Maßnahmen durchzuführen. Das ist also ein Grund, warum die Unternehmen sich jetzt anfangen zu öffnen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das ja alles kürzlich Veränderungen der jüngsten Vergangenheit. Und man könnte sich auch fragen, warum das nicht früher passiert ist. Zum Beispiel verändern sich jetzt Dinge, aber das geschieht zu einer Zeit, wo das Konzept von Europa angegriffen wird von allen möglichen Seiten. Und es gibt eine populistische Bewegung der Rechten, die die gleichen Institutionen angreifen, die die GAFOM-Plattform gerne links liegen lassen würden. Ist es legitim, da einen Zusammenhang zu sehen? Nun, das ist eine sehr interessante Frage, die kann ich aber nicht in wenigen Minuten beantworten. Diese Entwicklungen sind entstanden, nachdem wir das Buch bereits fertig geschrieben hatten. Das war also wirklich ungünstig. Wir hätten da so gerne noch etwas dazu geschrieben. Aber die ganzen Populisten haben tatsächlich sehr stark zugelegt in Europa. Das stimmt. Und in den USA in den letzten Monaten gab es Bewegungen, die gefordert haben, dass die großen Technologieunternehmen zerschlagen werden sollen. Und zwar nicht nur von Seiten von Trump, sondern auch von den Demokraten. Die Debatte ist also ziemlich aufgeheizt. Und zwar in allen möglichen verschiedenen ideologischen Lagern. Und das macht es sehr interessant. Wenn wir nach Europa schauen und uns die Populisten hier in Europa anschauen, dann stellen wir fest, dass sie Facebook nutzen und angewiesen sind auf Facebook, um ihre Standpunkte in der Bevölkerung zu verbreiten. In Italien, in Ungarn. Es gibt also viele Spannungen um diese Ideologien. Und wir müssen uns fragen, worin wir investieren wollen. Und sehr viele Spannungen in den Spannungen sind dadurch entstanden. Nicht nur zwischen den USA und China, sondern auch innerhalb der europäischen Staaten. Es ist also mittlerweile eine sehr ideologische Debatte. Wir müssen uns fragen, wie die Macht verteilt ist in einem System, das im Prinzip nicht Europa gehört, keinen europäischen Unternehmen gehört.
Ja, es gibt ein ideologisches Problem. Man kann ja nicht einfach Ideologien gegenüberstellen, zum Beispiel die Ideologien der europäischen Legislative und die Ideologien der Plattformen. Das kann man ja nicht eins zu eins vergleichen. In eurem Buch schreibt ihr, dass die Plattformen die Regierung umgehen wollen, dass sie denken, dass sie die Arbeit besser machen können ohne die Regierung und dass sie sich als eine Art Grassroots-Organisation betrachten und denken, dass sie alles von unten her regeln können und sie brauchen eben den Staat einfach nicht. Ich frage mich aber, wie eigentlich die Regierung von oben in den Gesellschaften weltweit einen so schlechten Ruf bekommen konnte. Man könnte ja niemanden mehr wählen, der sagt, wir möchten eigentlich gern von oben regieren. Muss man sich darüber nochmal Gedanken machen? Gefällt uns das Regieren von oben mittlerweile wieder besser oder wie sieht man das? Nun, das ist eine sehr wichtige Frage geworden. Ich glaube, das Regieren von oben funktioniert einfach nicht mehr. Facebook versucht durch einige Apps auch von oben nach unten zu regieren und es funktioniert auch nicht. Zum Beispiel bei Messenger. Das Moderationsmodell, das Facebook verwendet und das es unbedingt geheim halten möchte, um die Kontrolle über die eigenen Veränderungen in den Unternehmen behalten möchte. Da sind 35.000 Moderatoren angestellt worden, um den Inhalt der Messenger-Dienste zu kontrollieren und zu moderieren. Das ist also unglaublich teuer. Das sind mehr Menschen, als es in den ganzen Vereinigten Staaten Journalisten gibt. Und das ist also ein unglaublich teures Geschäftsmodell geworden. Und nur durch dieses Moderationsmodell, durch diese ganze Content-Moderation wird die Bevölkerung Facebook auch nicht mehr vertrauen als im Moment. Ich glaube also, sie müssen da wirklich eine andere Lösung finden. Und ich glaube, dass der Staat zum Beispiel diese Moderatorenfunktion auch nicht übernehmen kann. Das würde mich auch überhaupt nicht überzeugen, denn dann hätte man ja das chinesische System der staatlichen Überwachung. Was ist also die Lösung? Ich habe auf einer meiner letzten Folien darauf hingewiesen. Ich glaube, wir haben uns bisher viel zu sehr auf die globale Ebene konzentriert, Identifizierungs-Apps oder Moderation. Auf der globalen Ebene werden wir keine Lösung finden. Auf der globalen Ebene finden wir nur die Probleme. Ich glaube, die Lösungen, die wir einführen müssen, um etwas gegen die Probleme zu machen, die müssen lokal sein, national. Ich glaube, die Institutionen spielen eine sehr wichtige Rolle hier. Und wenn wir sehen zwar, dass die Macht der Plattformen zunimmt und wir sehen gleichzeitig auch, dass die Macht der Institutionen nachlässt. Das ist ein Zusammenbruch der Institutionen und das finde ich ein sehr großes Problem. Die Institutionen wurden von den Entwicklungen im Prinzip ausgeschlossen. Sie wurden bewusst umgangen von den großen Plattformen. Institutionen werden auch von staatlicher Seite geschwächt. Trump zum Beispiel schwächt die öffentlichen Institutionen in seinem eigenen Staat. Die öffentlichen Schulen in den USA sind zum Beispiel chronisch unterfinanziert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Europa die Institutionen stärken müssen. Ich glaube, so können wir unsere Gesellschaften zusammenhalten. Da müssen wir investieren. Und zwar auf nationaler Ebene. Denn die meisten Institutionen sind eben national oder auch europäisch. Ich habe sehr viel Mut gebraucht, um diese Frage zu stellen, ob wir vielleicht jetzt wieder Regierung von oben wollen. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Arbeit. Die Plattformisierung ist auch eine Art von Privatisierung. So sagst du es auch in deinem Buch. Und ich frage mich, ob das ein Prozess ist, der mit GAFAM begonnen hat. Sind es die großen Plattformen und die Digitalisierung oder gibt es diese Entwicklung nicht eigentlich schon sehr lange? Es gibt ja auch schon sehr lange die Public-Private Partnerships zum Beispiel. Darüber wird schon ewig gesprochen und das ist nicht nur der neoliberale Diskurs der Einflussnahme von Unternehmen auf die Politik, sondern das ist ein sehr verbreitetes Konzept. Ist das das Gleiche oder hat
diese Privatisierungswelle eigentlich zu der Plattformisierung geführt? Ist es ihr Vorläufer gewesen? Nun, natürlich hat das nicht mit GAFAM angefangen und auch nicht erst im Jahr 2000 oder 2001. Natürlich hat diese Entwicklung schon in den 80er Jahren angefangen, denn damals begann zum Beispiel die Privatisierung der großen Pharmaindustrien. In den 80er Jahren wurde das Wissen der Pharmaindustrie sozusagen privatisiert und 20 Jahre später ist im Prinzip schon die ganze Pharmaindustrie privat gewesen. Und das Gleiche sieht man auch bei der Plattformisierung. Natürlich beginnen diese Entwicklungen bereits lange Zeit, bevor wir darüber in dieser Art sprechen. Natürlich haben die Plattformen sich schon über sehr lange Zeit etabliert und es war eine sehr versprechende Zeit, eine sehr vielversprechende Zeit, in der die Plattformen diesen Service direkt für die Konsumenten angeboten haben und man sprach damals von Empowerment der Konsumenten und daraus ist im Prinzip nicht viel geworden. Wenn man also Institutionen unterwandert oder umgeht, dann kann man ja natürlich nur privat agieren, das ist ja klar. Ja, das ist auch sehr interessant. Agency, dazu hast du auch eine sehr interessante Ansicht, vielleicht nicht unbedingt eine normative Ansicht, aber ich finde es sehr interessant. Und du schreibst über die funktionale Taxonomie der Plattformen und dass zum Beispiel Steuern umgangen werden, das passiert ja bereits. Und wer sind denn eigentlich die Handlungsträger dieser Taxonomie? Wären das die Wissenschaftler oder die Politiker? Nun, wer sind die Verantwortlichen? Es gibt nicht eine Lösung, es gibt nicht einen Verantwortlichen. Wir können nicht einfach sagen, dass die Europäische Union oder die Europäische Kommission jetzt hier eine Lösung finden wird. Es wird kein Komitee geben, das alle diese Probleme löst. Ich glaube, was wir tun müssen, ist eine Gegenmacht zu begründen. Ich glaube, wir müssen auf verschiedenen Ebenen mehr Macht zurückgewinnen. Und diese Gegenmacht funktioniert auf jeder Ebene anders. Und zwar geht es um übernationale Organisationen, es geht um die EU, da geht es um Gesetze, Gesetze zur Privatsphäre, zur Besteuerung, zur Kartellbildung. Und ich finde es faszinierend, dass Plattformsystem zu verstehen und wenn man dann die Kartellgesetze der EU ansieht, dann sieht man, dass sie sehr gute Arbeit leisten, aber dass sie alleine auch nicht viel erreichen werden, denn es geht auch noch um viele andere Probleme, die nicht durch Kartellgesetze allein gelöst werden. Es geht viel weiter. Wir müssen natürlich die Privatsphäre der Bürger schützen. Die Bürger brauchen wieder mehr Macht und wir brauchen Gesetze. Ich glaube, wir brauchen einen allumfassenden Ansatz hier. Und Gesetze sind natürlich unglaublich wichtig. Sie müssen erneuert werden, sie müssen modernisiert werden, aber sie reichen nicht aus. Und die Ansätze sind zu klein, zu schwach. Wir müssen größer denken. Manche Gesetze gibt es ja bereits und manchmal werden sie aber nicht umgesetzt. Zum Beispiel bei Dienstleistungen, bei Spotify zum Beispiel, sehen wir ja, dass Spotify versucht hat, die Finanzierung von 6 Wissenschaftlern zu beenden, die ein Buch über Spotify schreiben wollten. Und Spotify hat dann den schwedischen Staat gebeten, diese Finanzierung wieder nun zurückzunehmen, denn
Die Wissenschaftler würden die Nutzungsbedingungen von Spotify missachten. Und dabei kam dann heraus, dass die Nutzungsbedingungen eigentlich illegal waren. Warum kümmert sich der Staat denn nicht mehr darum, dass Nutzungsbedingungen zum Beispiel den Gesetzen entsprechen müssen? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Staaten könnten viel mehr tun. Sie beschäftigen sich mit der europäischen Ebene. Sie warten ziemlich lange, bis sie etwas tun. Aber wir sehen jetzt bei der DSGVO, dass tatsächlich auch etwas passiert. Ich glaube, die Nationen, die Länder selbst sollten viel kreativer sein, was ihre eigene Gesetzgebung angeht und ihre eigenen nationalen Standpunkte. Und ich glaube, die Städte müssen auch sehr viel unternehmen. Im letzten Jahr haben wir sehr viel Innovationen auf der Ebene der Gemeinden und Städte gesehen. Städte? Ja, Städte. Städte, Gemeinden, Gemeinden wie zum Beispiel Amsterdam. Zum Beispiel die Stadt Amsterdam. Dort arbeite ich an einigen Projekten mit und die Stadt bemüht sich sehr, Prinzipien zu finden, wie man die Plattform für die Stadt nützlich einsetzen kann. Sie haben zum Beispiel ein sehr großes Problem mit Airbnb. Berlin hat wahrscheinlich auch ein Airbnb-Problem, soweit ich das sehe. Und Amsterdam hat sehr viele Prinzipien aufgestellt. Zum Beispiel können Airbnb-Vermieter nur noch 30 Tage pro Jahr ihre Wohnungen vermieten. Und sie haben eine Datenbank erstellt für die Vermieter und bemühen sich wirklich sehr aktiv mit Airbnb sozusagen fertig zu werden. Und jetzt haben sie verstanden, dass sie eine Sammlung von Prinzipien brauchen. Die Prinzipien sollten dann für alle Plattformen anwendbar sein. Es geht nicht nur um Airbnb, das sich nicht um die Gesetze in der Stadt schert, sondern es geht einfach um grundsätzliche Prinzipien, die dann auf alle Plattformen anwendbar sind. Wenn zum Beispiel eine Plattform in Amsterdam aktiv sein möchte, dann muss zum Beispiel die Stadt Amsterdam das Recht bekommen, Zugriff auf die Daten zu erhalten und muss dann zum Beispiel Zugriff dazu erhalten, dass wie viele Menschen auf Airbnb vermieten. Airbnb teilt aber seine statistischen Daten nicht mit der Stadt Amsterdam. Und jetzt? Tun sie es jetzt? Nein, das wurde leider immer noch nicht erreicht. Aber wenn man sich grundsätzliche Prinzipien überlegt, die dann in der ganzen Stadt für alle Plattformen gelten, das wäre sehr sinnvoll. Aber da braucht man einen Perspektivwechsel. Man kann das nicht einzeln für jede Plattform machen. Das ist zu viel Arbeit. Man braucht einen Grundsatz, nach dem man arbeitet. Ja, das wird interessant sein, das zu sehen. Ja, wenn die mal ihre Daten offenlegen müssen, ihre Statistiken offenlegen müssen. Ja, das ist anders bei Spotify. Wir denken immer an Regulierung als etwas, was für alle Bereiche anwendbar ist. Aber bei der Plattformgesellschaft sieht es eben so aus, dass es nicht funktioniert, dass man nicht eine Maßnahme überall anwenden kann. Und deswegen müssen wir uns die Plattformen viel differenzierter anschauen. Es gibt ja Plattformen, die mehr die Infrastruktur betreffen und andere soziale Netzwerke zum Beispiel sind ja etwas ganz anderes oder App Stores funktionieren noch einmal ganz anders oder Identifizierungssysteme. Und wenn man sich die anschaut, dann muss man darauf achten, was die Unterschiede sind und gleichzeitig muss man aber auch im Auge behalten, wie sie als Ganzes, als System funktionieren. Sie haben auch etwas über die Bildung gesagt, also nicht nur über die höhere Bildung, sondern auch über die Primarbildung. Und das ist auch Thema in Ihrem Buch, da gibt es ein gesondertes Kapitel zu. Und bevor wir dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, möchte ich noch einen Augenblick über den Gedanken des Gemeingutes sprechen. Das kann natürlich sehr viel beinhalten. Und man kann sich fragen, was bedeutet eigentlich öffentlich oder allgemein und was bedeutet privat? Ich denke, das ist schon seit 200 Jahren oder länger ein großes Streitthema. Aber das Problem, das Sie gezeigt haben, ist da ein Problem der Überwachung. Wenn Google den Grundschulen billige Laptops gibt, in denen all die vorinstallierten Apps enthalten sind, dann ermöglicht das Tracking und Verfolgung.
Und das bringt dann natürlich auch Probleme der Überwachung mit sich, wenn Sie das Gemeingut als etwas sehen, das Transparenz braucht, dann hat man trotz allem noch dieses Überwachungsproblem, das da ganz eng mit verbunden ist. Und im Kontext des Bildungswesens könnte ja das Gemeingut auch im Sinne des Geheimhaltens verstanden werden, als etwas, das man eben gerade nicht öffentlich zugänglich macht. Ja, und genau deswegen brauchen wir eben diese Aushandlung. Wir müssen uns beides anschauen. Wir müssen uns den Datenschutz anschauen und die Überwachung anschauen. Und dann müssen wir uns den institutionellen Kontext der Schule anschauen. Und innerhalb dieses institutionellen Kontextes muss das ausgehandelt werden. Aber die Entscheidung sollte eben nicht in einem Unternehmen stattfinden, irgendwo im Silicon Valley, sondern sie sollte dort getroffen werden, wo die Daten generiert werden, wo die Kinder sind in der Schule, wo die Rechte der Kinder geschützt werden müssen, wo ihre Privatsphäre geschützt werden muss. Und ja, das ist professionelle Autonomie, auf die ich hier hinweisen möchte, denn ja, und ich habe darüber etwas in dem Bericht aus der New York Times gelesen, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. In diesem Facebook-System gibt es eine gewisse Zentralisierung. Und ja, das wird also im Silicon Valley entwickelt und dann exportiert sozusagen. Und die Lehrer nutzen das dann. Und man macht das also alles weniger attraktiv für die Lehrer im Schulsystem oder man macht es weniger attraktiv für sie, eine Technologie zu entwickeln, die den Kindern hilft. Und indem man das einem privatwirtschaftlichen Unternehmen überlässt, gibt man den Ingenieuren eben die Möglichkeit, Bildung aus ihrer Ingenieursperspektive heraus zu entwickeln. Facebook bezieht also Ingenieure und Lehrkräfte und alle möglichen anderen Leute in das eigene System mit ein, anstatt dass die Lehrkräfte sich bewusster darüber werden, was da ingenieurstechnisch dahinter steht. Und ich denke, wir brauchen Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Und deswegen plädiere ich so stark für Kollaboration, für Zusammenarbeit, für ein Verständnis, wie das funktioniert. Ja, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, die Diskussion zu öffnen. Ja, Sie können Ihre Frage auch gerne auf Deutsch stellen, wenn Sie das möchten. Ich spreche zwar kein Deutsch, aber ich verstehe das. Also Sie können gerne Ihre eigene Sprache sprechen, solange das nicht Chinesisch ist. Ja, es gab hier jemanden in der dritten Reihe, der sich gemeldet hat. Und dann gab es noch jemanden weiter hinten. Ich hoffe, dass ich alle berücksichtige, die sich melden. Ja, soll ich das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch machen? Ich komme aus der Akademiewelt. Ich habe zwei Themen, die Sie nicht angesprochen haben und wollte Sie bitten, vielleicht da ein bisschen was zu sagen. Das eine, es gibt ja auch noch andere Plattformen, das sind die B2B-Plattformen. Also wir reden von Industrie 4.0. Ich erinnere mich, mein Vater in seinen alten Tagen wollte einen Jaguar kaufen, weil das immer sein Traum war. Und dann hat er sich in einen gesetzt und hat dann gesagt dem Verkäufer, der sieht ja innen aus wie ein Volkswagen. Und das liegt natürlich an diesen B2B-Plattformen, weil sie sozusagen diese Teile überall in allen möglichen Dingen weltweit eingebaut werden. Bitte? Aber selbstverständlich. So, das ist das eine Thema. Also wie betrachten Sie das auch, diese Plattform? How would you translate B2B platforms? A B2B platform is a B2B platform. Oh, okay. Business to business, so to say. Business, yes, yeah. So in the industry 4.0 context. I heard we instead of... No, 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 B2B. Thank you. Yeah. Die andere Frage, wo Sie auch nicht richtig, wo Sie keinen Fokus hatten, ist die Frage, wo sind eigentlich die Köpfe, die in der Lage sind, solche komplexen Plattformen entstehen zu lassen. Und Sie haben natürlich sehr stark darauf gesetzt, zu sagen, na, da muss von unten auch mehr wachsen. Wenn aber die besten Köpfe für gutes Geld aufgekauft werden von den Unternehmen, die das Geld haben, auch das entsprechend zu zahlen, die Gehälter und so weiter, da haben wir natürlich auch nochmal ein anderes Problem. Und ich weiß nicht, ob Sie da auch Zahlen drüber haben, aber das wäre vielleicht auch interessant. Oh, the last question, I may have to come back to you. Ja,
Business-to-Business-Plattformen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das haben wir in unserem Buch nicht berücksichtigt, aber ich weiß natürlich, wie wichtig die sind. Es gibt sehr viel Literatur dazu. Das ist eine Wahl, die wir getroffen haben. Ich weiß also nicht so sehr viel darüber, aber ich weiß, dass sie sehr wichtig sind. Und ich weiß, dass die großen Plattformen selbst das auch als einen ganz wichtigen Aspekt betrachten. Aber leider habe ich dazu nicht geforscht, sodass ich da nicht allzu viel dazu sagen kann. Und die zweite Frage, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe mit meinem eingeschränkten Deutsch. Wollten Sie wissen, wie die gemeinnützigen Apps Geld erwirtschaften können, weil sie ja irgendwie finanziert werden müssen? Ja, jetzt. Ein ganz wichtiges Thema, das ist der Brain Drain. Das ist eines der ganz großen Themen, das man momentan angeht. Die öffentlichen Institutionen befassen sich mit dem Thema der gemeinnützigen Plattformen zum Beispiel. Und natürlich kann man im Silicon Valley viel mehr Geld verdienen bei den großen Unternehmen. Und sobald diese großen Unternehmen hier begabte Leute finden, werben sie sie ab. Und das ist etwas ganz Trauriges, dass hier auch Ingenieurskapazitäten aus den Universitäten und den Schulen heraus abgeworben werden und privatisiert werden. Und ein Nebenthema dazu, etwas, das ich auch im Silicon Valley beobachtet habe, ist, dass die großen Unternehmen und insbesondere die Mitarbeiter der großen Unternehmen, die Ingenieure, in letzter Zeit ihre Stimme erhoben haben, sich Gehör verschafft haben. Es gab diesen sogenannten Google Walkout vor einigen Monaten. Und daran kann man sehen, dass die Mitarbeiter dieser großen Plattformen beginnen zu verstehen, dass auch sie eine gewisse Macht haben. Und es zeigt auch, dass sie das Recht haben oder dass sie das mittlerweile verstanden haben, dass sie diese Macht nutzen können, sogar gegen die eigenen Eigentümer. Also selbst wenn man sagen könnte, das geht eigentlich gegen ihre ureigenen Interessen. Aber diese Mitarbeiter haben zum Beispiel für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz sich ausgesprochen. Sie haben zum Beispiel sich zur Content-Moderation bei Facebook ausgesprochen. Und sie sind die wichtigen Menschen, die den Wert dieser großen Unternehmen ausmachen, und die haben gleichzeitig auch ihre Aktien genutzt, um ihren Einfluss auszuüben. Vielen Dank. Rein dahinter, ne? Genau. Thank you very much. Vielen Dank. Ich bin hier ein Vertreter der Bad Guys, so genannt. Also ich bin bei der Europäischen Kommission. Aber es ist ja nicht nur so, dass sie 20 Jahre gebraucht haben, um die Werte in die europäische Debatte einzubringen. Meine Frage hat zu tun mit diesem Begriff der Werte und der Wertesysteme in der digitalen Welt. Ich habe gehört, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt, Werte zu identifizieren, die als Werte der Europäer gelten sollen. Und das lässt mich etwas ratlos zurück, denn im Lissabonner Vertrag haben wir diese Charta der Grundrechte, und da ist festgelegt, dass die Werte wichtig sind für politische Entscheidungen in der Europäischen Union. Also beispielsweise geht es da um den Schutz der Autonomie der Bürger. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass manche Entscheidungen nicht möglich waren, wenn sie zu sehr auf Marktlogiken basiert haben. Und das heißt, wir haben hier eigentlich schon diese Ausrichtung an den Werten. Und die Frage, die ich in diesem Zusammenhang stellen möchte, betrifft die Notwendigkeit für eine Charta der digitalen Werte. Denn die Basis der Menschenrechte besteht. Und die Frage ist, ob man
diese Basis der Bürger in der digitalen Welt neu entwickeln muss. Und es gibt da sicherlich auch ein kulturelles oder rechtliches Element, das man hier vielleicht betrachten und festlegen könnte. Also sehen Sie das als notwendig an, als einen weiteren Schritt auf der europäischen Ebene, beispielsweise eine Charta der europäischen Grundwerte in der digitalen Welt aufzustellen? Ja, ich möchte zuerst mal auf etwas eingehen, was meines Erachtens ein Missverständnis ist. Ich betrachte die EU als eine der besten Kräfte, die wir bislang hatten, wenn es darum geht, Standards für diese Werte aufzustellen. Also ich meines Erachtens hat die EU die besten Schritte unternommen, die es in diesem Bereich überhaupt gibt. Und ich habe ja vorhin Margarete Vestager, eines meiner großen Vorbilder, angesprochen. Und ich denke, sie hat ganz großartige Gesetze auf den Weg gebracht. Es hat 6 Jahre gedauert, das zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist etwas ganz Großartiges, was hier erreicht wurde. Und ich wollte die EU eigentlich gar nicht so kritisieren, denn ich weiß natürlich, wie wahnsinnig schwierig es ist. Wir bewerten ja die rechtlichen Rahmen nur. Sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir ein Neudenken und eine Harmonisierung der verschiedenen Bereiche haben, die bislang sehr stark voneinander getrennt sind. Und ich plädiere für mehr Kooperation, für kollaborative Rahmen, für eine Harmonisierung der rechtlichen Rahmen. Und ich denke, auf EU-Ebene ist hier wirklich Bewundernswertes geleistet worden. Und der zweite Teil Ihrer Frage. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich wollte mich nicht für spezifisch europäische Werte aussprechen. Ich denke, die allgemeinen öffentlichen Werte sollten überall öffentliche Werte sein. Also die bestehen ja auch in den USA oder in China. Und die sind Teil des Rechts, Teil des gerechtlichen Rahmens. Und ich spreche mich überhaupt nicht dagegen aus, sondern was ich denke, was wir brauchen, ist, und das ist auch das, was Tim Berners-Lee anspricht, ist, also er sieht, dass das Internet oder der Infrastrukturbereich davon zunehmend einigen wenigen Akteuren gehört und dass wir in diesem Bereich diese öffentlichen Werte stärken können und zur Basis der gesamten Interaktion im Internet machen können. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was Sie hier ansprechen wollen. Ich weiß also insofern jetzt nicht, ob ich Ihre Frage richtig beantwortet habe. Ja, da ist noch jemand hinten im Raum, der etwas sagen möchte. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich komme von einer Universität in Sydney, also ziemlich weit weg. Und ja, die Mainstream-Debatte und die auch in verschiedenen Büchern über den Überwachungskapitalismus. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Daten ohne die richtige Interpretation, ohne dass den Daten Bedeutung beimessen wird, ohne dass man ihnen einen Sinn zuschreibt, dass sie ohne all das wertlos wären. Und wenn wir den Plattformkapitalismus anschauen, dann tendieren wir dazu, zu vergessen, dass der Wert von den Datenbrokern kommt. Und ja, Europa befindet sich schon irgendwie eingequetscht zwischen den USA und China, wie Sie auch gesagt haben. Aber meine Frage betrifft Folgendes. Ich glaube, dass es für Europa gut wäre, in diesem Bereich der künstlichen Intelligenz nicht zu verlieren, im Bereich des maschinellen Lernens. Und ich frage mich, ob in diesem europäischen Klima, ob es da die Möglichkeit gibt, diese künstliche Intelligenz oder die Strategie zur künstlichen Intelligenz neu zu gestalten, denn wir sind kein großer Fan der kürzlich veröffentlichten Position der Europäischen Kommission, aber
Glauben Sie, dass es die Möglichkeit gibt, diese Werte neu sozusagen aufzustellen? Ich möchte die jetzt nicht als europäische Werte bezeichnen, sondern als allgemeine Werte. Die sind in der Charta enthalten. Aber auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa. Und sehen Sie da, dass diesen Trend in Europa und die Möglichkeit, diesen Kampf nicht zu verlieren? Ja, genau das wollte ich eigentlich sagen. Also danke für diese Zusammenfassung. Ja, der Bericht, den ich gerade angesprochen habe, zeigt, und ja, ich möchte nicht sagen, dass das ein schlechter Bericht ist. Da sind ganz interessante Inhalte drin, gute Inhalte drin. Was ich daran kritisiere, ist, dass die Ethik auf der letzten Seite untergebracht ist. Und meines Erachtens sollte die eben gleich am Anfang thematisiert werden. Aber Sie führen hier ganz zu Recht aus. Und ich möchte nicht über Daten als das Öl unserer heutigen Zeit sprechen oder andere Metaphern zu verwenden, sondern ich denke, Daten sind der Sauerstoff der künstlichen Intelligenz, denn ohne Daten funktioniert das nicht. Aber etwas anderes muss noch in diese Gleichung einbezogen werden, was dann dem Wasser entsprechen würde, und das ist die Analyse. Also Algorithmen sind mindestens so wichtig wie die Daten, denn man braucht die Möglichkeit, die Daten zu Wissen zu machen. Und das ist die algorithmische Vorhersage in der Analyse zum Beispiel. Ohne all diese Algorithmen gibt es keinen Baum. Wir brauchen Sauerstoff und wir brauchen Wasser, um einen Baum zum Wachsen zu bringen. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Baum irgendwann auch zu voller Blüte kommen kann. Wir sprechen immer über Daten als Gemeingut, aber die analytischen Vorhersagen, die in den Unternehmen benutzt wurden, um diese Daten zu einem privaten Gut zu machen, laufen sehr viel unterhalb des Radars. Wir müssen also da aktiv werden. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel dafür geben. In der NHS gibt es da eine Debatte in den letzten Jahren, die ein gutes Beispiel dafür ist. Da kam Google auf den Plan, hat die Daten genommen, die ihm von den öffentlichen Krankenhäusern in London bereitgestellt wurden. Und die Analyseergebnisse, die wurden dann privatisiert. Also noch nicht einmal die Daten, aber das, was man dann mit den Daten gemacht hat, das wurde privatisiert. Das heißt, wir dürfen uns nicht nur auf die Daten konzentrieren, sondern wir müssen uns auch auf die Analyse fokussieren, mit der diese Daten verarbeitet werden. Ja, hier haben wir noch weitere Fragen. Mich hochfaszinierenden Vortrag. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen hier in dieser Runde, die eigentlich gar keine Ahnung von all dem hat. Aber Sie haben das so fantastisch klar erklärt, dass ich es wage, eine Frage zu stellen. Vor ein paar Jahrzehnten konnte sich noch niemand vorstellen, dass Russland keine Supermacht mehr ist. Wie sehen Sie in diesem ganzen Zusammenhang zukünftig die Rolle Russlands? Hey, very interesting question. Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, Russland war gar nicht so richtig auf der Karte. Ich habe mich hier nur auf diese beiden Supermächte konzentriert. Also Russland ist ein ganz interessanter Fall, denn Russland hat sich als eine unterminierende Kraft positioniert. Also nicht als Supermacht im digitalen Sinne, sondern als eine andere Supermacht in dieser globalen Gleichung. Es hat eigentlich mehr diese digitalen globalen Kräfte unterminiert, die das globale Ökosystem oder das System der Ökosysteme dominiert. Das ist eine ganz interessante Position, die Russland hier übernimmt. Und am sichtbarsten wird es bei der Einmischung in Wahlen in den USA zum Beispiel, auch bei den europäischen Wahlen und in anderen Teilen der Welt. Und ja, man müsste da einen Politikwissenschaftler dazu befragen. Ja, man bräuchte jemanden, der sehr viel über Geopolitik weiß, jemanden, der Ihnen das dann erklären kann. Aber für mich reicht es aus zu verstehen, dass Russland diese Position der unterminierenden Kraft übernommen hat und nicht die Position einer konstruktiven Kraft. Und in dieser Hinsicht werden wir nicht viel Hilfe von Russland bekommen.
Russland wird versuchen, die europäischen Staaten auseinander zu dividieren und wird gleichzeitig versuchen, China und die USA zu unterminieren. Aber auf der anderen Seite zeigt das auch die russische Unfähigkeit, ein eigenes System zu entwickeln. Und ich denke, das sollten wir in Europa anders machen. Wir sollten uns in Europa darauf konzentrieren, eine andere Architektur zu entwerfen. Ich denke, nur unterminieren ist sehr destruktiv. Und das ermöglicht es einem nicht, eine Gegenkraft zu entwickeln, eine kreative Gegenkraft zu entwickeln. Und es kann sicherlich dazu beitragen, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, wenn wir in Europa Geschäftsmodelle haben, die nicht mal unbedingt skalierbar sind, aber die auf nationaler Ebene oder auf lokaler Ebene funktionieren können. Fragen stellen wollen, ich muss Sie leider unterbrechen. Es sind noch zwei, drei andere Leute und die Zeit rennt ein bisschen. Vielleicht haben Sie nachher noch die Möglichkeit, die Frage weiterzustellen. Go ahead. Thank you very much for you. Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Ich würde gerne einen Kommentar anbringen zum letzten Thema, das Sie angesprochen haben. Ich bin Vater von drei schulpflichtigen Kindern und möchte deswegen auf die Frage eingehen, dass Lehrer auch etwas über die Ingenieursthemen wissen sollten oder ob man auch die Ingenieure in den pädagogischen Fragen schulen sollte. Und ich denke, die meisten Eltern schulpflichtiger Kinder würden übereinstimmen, dass die Alternative darin bestehen würde, diesen ganzen Kram gar nicht erst in die Schule hereinzulassen. Und die Alternative dazu wäre, dass man die Lehrer in die Lage versetzt, diese ganzen technischen Hilfsmittel kreativ zu nutzen, aber es sollte den Lehrern überlassen werden, was ihrer Meinung nach gut für die Kinder und für den Unterricht ist. Man sollte also den Lehrern das überlassen, was sie nutzen werden und wollen und was nicht. Man sollte also diese Entscheidung nicht den Unternehmen überlassen. Aber gut, die Frage, die ich stellen würde, ist, welche Rolle die politischen Parteien in diesem Bereich eigentlich spielen. Sie hatten hier diese schöne Grafik mit diesen drei Akteuren, dem Staat, dem Markt und der Zivilgesellschaft. Und ich habe da keine politischen Parteien gesehen. Und der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich denke, und ich denke, die meisten werden hier zustimmen, dass wir uns derzeit in einer Krise der Demokratie befinden. Und diese Krise der Demokratie hat viel mit der Rolle der sozialen Medien zu tun. Aber das ist auch eine Krise der politischen Parteien. Die großen politischen Parteien in Deutschland, wie die SPD, verlieren sehr stark an Stimmen. In Großbritannien können wir das auch auf sehr eindrucksvolle Weise momentan beobachten, wie das politische System bröckelt. Und welche Rolle könnten die politischen Parteien in der Geschichte spielen, die Sie erzählen? Ja, eine sehr interessante Frage. Sie haben recht, dass die politischen Parteien in dieser Grafik nicht auftauchen, wie viele andere politische Akteure auch nicht, denn ich denke, dann hätten wir zu viele Akteure hier drin. Aber natürlich haben Sie recht. Wir haben eine niederländische Version dieses Buches im Jahr 2016 veröffentlicht und dieses Buch fand dann unter den niederländischen Politikern viel mehr Aufmerksamkeit als unter irgendwelchen anderen Akteuren. Das hat mich stark überrascht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Schulen mich einladen würden, aber es waren die Politiker, die uns eingeladen haben, über die politischen Auswirkungen dessen zu sprechen, was wir hier dargestellt haben. Und vor zwei Wochen wurde ich zu einer parlamentarischen Anhörung in den Niederlanden zur digitalen Gesellschaft eingeladen. Und diese Anhörung wurde von den Grünen und den niederländischen Sozialdemokraten organisiert. Und ich glaube, die fangen gerade erst an, dieses Thema als wichtiges Thema zu verstehen. Und die politische Ebene der das am meisten Anklang findet, ist die Ebene der Städte. Das ist auch etwas, was ich ziemlich überraschend finde. Auf der nationalen Ebene beginnen die politischen Parteien sich damit zu beschäftigen, aber wir haben hier diese kommunale Ebene und da fangen die Städte an, neue Systeme einzurichten, die auf Plattformen basieren, die mit Datenflüssen arbeiten. Und ich denke, auf diesen beiden Ebenen
können wir beobachten, dass die Parteien in der politischen Mitte, also Sozialdemokraten zum Beispiel, sehr lange gebraucht haben, bis sie dieses Thema als Thema erkannt haben und fangen erst jetzt damit an, sich damit zu beschäftigen. Und ich denke, hauptsächlich die politischen Parteien rufen zu mehr Bewusstsein auf. Und ich glaube, das geschieht so ungefähr seit Januar jetzt. Das ist der Unterschied, den ich sehe zur Situation vor ungefähr 2 Jahren, als sich noch keine einzige Partei dafür interessiert hat. Da ist noch eine weitere Frage und dann müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Wer war denn zuerst dran? Wer ist denn am größten? Wir nehmen den größten. Ja, da gewinne ich. Also, vielen Dank. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Bei meiner Arbeit reden wir manchmal darüber, warum wir als Menschen eigentlich das Internet überhaupt brauchen. Und natürlich gibt es da ziemlich viele Antworten aus dem Silicon Valley, aber meistens entsprechen sie nicht der Wahrheit. Und ich glaube, wir können Ihren Listen noch etwas anderes hinzufügen. Und zwar möchte ich hinzufügen einen Begriff, der etwas mit dem Offline-Leben zu tun hat. Wir haben das Recht darauf, vergessen zu werden. Wir sollten auch das Recht darauf haben, nicht im Internet aktiv zu sein. Wir sollten das Recht darauf haben, keine digitale Identität zu haben. Und ich glaube, dass Facebook irgendwann so eine Art Pass werden kann. Man kann in Mexiko zum Beispiel ohne Facebook BlaBlaCar nicht verwenden. Und in Deutschland gibt es Gott sei Dank noch Bargeld, aber es gibt andere Länder in Europa, wo man an der Wirtschaft nur noch teilnehmen kann, wenn man auch die entsprechende Technologie verwendet. Man kann zum Beispiel nichts mehr ohne Smartphone kaufen und die Menschen dort finden es irgendwie toll und ich finde es sehr bedenklich. Also ich glaube, wir brauchen auch das Recht, offline zu sein. Ja, das ist eine sehr interessante Anmerkung. Das Recht, mit niemandem verbunden zu sein online. Ich glaube, ich werde mich in meinem nächsten Buch wirklich mit den Gegenbewegungen beschäftigen. Und ich finde es sehr interessant, wenn Menschen sich bewusst dafür entscheiden, sich nicht mit dem Internet zu verbinden, zum Beispiel kein Facebook zu verwenden. Ich gehöre zum Beispiel dazu, ich verwende kein Facebook. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel kein Smartphone verwenden. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Gruppe. Das ist eine kleine Minderheit. Und sie werden immer weniger. Aber ich glaube, dass sie trotzdem ein sehr wichtiges Signal aussenden können. Das Problem ist jedoch, dass es in der jüngeren Generation immer schwieriger wird, einen Beruf zu ergreifen, ohne Teil der Internetinfrastruktur zu sein, ohne ein Facebook-Konto, ohne ein LinkedIn-Konto. Viele berufliche Umgebungen setzen es als Voraussetzung, also nehmen an, dass es eine logische Voraussetzung ist, dass man Teil dieser Internetgesellschaft ist. Und wenn man sich dagegen sozusagen auflehnt und offline leben möchte, dann ist das ein starkes Signal, aber man ist von diesen Berufen ausgeschlossen. Ich finde aber diese Bewegung auf jeden Fall sehr interessant und ich möchte mich mit dieser Gruppe auf jeden Fall in der Zukunft weiter beschäftigen. Diese Frage habe ich, glaube ich, schon öfter gestellt, warum Menschen sich bewusst offline bewegen. Und oft wird mir geantwortet, dass es ein Privileg ist, sich das leisten zu können. Oder man kann, oder man darf es machen, sozusagen, wenn man alt genug ist. Und ich glaube, da ist wirklich etwas dran. Und heute hat das Publikum ja gelacht, als du Jeff Bezos zitiert hast mit den Konsumenten im Klassenzimmer. Und die Konsumenten im Klassenraum, das ist für uns lustig, aber für manche ist es eine normale Sichtweise.
Und einige haben sich auch schon sehr daran gewöhnt, dass sie ihr ganzes Leben lang immer Konsumenten oder Nutzer sind. Nutzer sind ja auch Konsumenten und keiner denkt mehr daran, vielleicht nicht keiner, aber viele Menschen denken nicht mehr so viel daran, dass sie auch Bürger sind. Sie sehen sich selber sehr stark als Konsumenten und die Konsumenten zahlen genau für das, was sie bekommen möchten. Und das sind normalerweise die Dinge, die die Konsumenten bestellen oder kaufen. Das ist ein ganz anderes Konzept als das Konzept der Bürger. Denn im Internet wächst dadurch auch der Konsum und das Internet selbst, die wachsen an. Und ganz unabhängig mal von Gesetzgebung und so weiter, müssen wir auch über Degrowth nachdenken, über das Ende der Wachstumsgesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hast du noch etwas Wichtiges ausgelassen und ich glaube, das ist der Punkt der Nachhaltigkeit. Die Datenzentren verbrauchen 25% unserer fossilen Brennstoffe. Natürlich versuchen sie nachhaltiger zu werden, aber die Zahlen sind immer noch enorm. Und in den letzten Wochen habe ich gehört, dass Microsoft ein Datenzentrum in der Nähe von Amsterdam bauen möchte. Und dieses Datenzentrum wird mehr Energie verbrauchen als die gesamte Stadt von Amsterdam. Und sie werden ein Gelände verbrauchen, das größer ist als die Provinz Nordholland. Und dieses Datenzentrum wird mehr Energie verschlingen als die Stadt Amsterdam. Und ich glaube, das ist wirklich erstaunlich. Wir versuchen, nachhaltiger zu leben, aber diese Firmen wachsen immer weiter und sie versuchen auch, nachhaltige Energien zu nutzen, aber sie sind einfach so groß geworden, dass sie einfach unglaubliche Mengen an Energie verschlingen. Und ich verstehe nicht, warum dieses Wachstum überhaupt notwendig ist. Sind wir nicht irgendwann mal zufrieden mit unseren Datenaktivitäten? Müssen wir erst einen Datenberg bauen, der bis zum Mond reicht, bis wir merken, dass wir unseren eigenen Planeten zerstört haben. Nun, das ist jetzt ein ziemlich trauriges Schlusswort, glaube ich. Ich habe Tobi eigentlich versprochen, ein bisschen utopisch zu sein und positiv. Ich will auch keine Dystopie zeichnen. Nun, der Abend ist ja noch nicht zu Ende. Es können ja auch alle noch was trinken gehen. Ich bin eigentlich Optimistin. Und ich glaube, dass wir diese ganzen schlimmen Entwicklungen noch aufhalten können. José van Dijk, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du hier zu uns gesprochen hast. Vielen Dank, ihr wart ein tolles Publikum.